So, wir fangen uns jetzt an Relaxo, habe ich gehört. Dafür werde ich jetzt etwas machen, wofür mich jetzt gerne alle hassen dürft. Sehr Schneider. Dein Glück übrigens. Tschüss, Bodycheck. Zacke, würde ich sagen. Wollt ihr wohl ein bisschen schneller, stärker als Tackle sein? Giftschock könnte es theoretisch lernen. Easy gedodged. Glück gehabt. Das wäre dann ein sehr, sehr starker Kandidat gewesen für. Oh, ich glaube, ich brauche ein Pokémon mit der Schneider. Was sagt unsere... Superschutz. Wir haben 9 Superbälle, ein Überball, einer nicht. Wir brauchen mehr Superbälle. Definitiv so viel mehr. Ich meine, wir werden schon mit... dieser Flo, das dieser Knast. Nö, das ist die einzige Form, die Besaflor lernen wird. Aber ich glaube, so wenn kein bei 10 Superbällen keinen Premiumball bekommen. Aber ich bringe Besaflor, Besaknosten, Besaflor eigentlich immer zur Schneider bei. Das ist so Standard bei mir. So. Das Speichern geht so schnell hier. Ist unglaublich. Ah, seid ihr ja wieder. Sagt bloß, ihr habt es geschafft, die Bisa-Flüge. Oh Gott, was ist los mit mir, die Pokoflüge zu besorgen? Ja. Tiberium überreicht ihn mal die Pokoflöte. Danke. Bist hier der Einzige, der drauf spielen kann, nicht wahr? Es könnte sein, dass Relax so wütend wird und es angreift, wenn wir es aufwecken. Seid ihr bereit? Ja. Fühlt dich gut an, die Pokoflöte wieder in den Händen zu halten. Los geht's. Er lag seine Augen so weit aufgerissen. So gut es eben geht. Bäm. Er lag so, dass es in allen Generationen eng geschafft aufzustehen. Hat eine Beere, oder? Zum Aufwachen. Bin ich mir sehr sicher. Hat er nicht okay, never mind. Zerschneider. Vor allem die Pokémon war Werwolf war Pudelander. Dann passt es ja, ne? Mit Kindwurm und so, ne? Mein Lieblingsvogel von Garados war Garados. Gen 1 und so, ne? Easy! Gedodged. Bam, 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 bam. Kann gegen Durenklade fast gar nichts machen. Oh, faithig. Alter, wie ist die ganze Zeit mein Schlafbruder Dodge? Was soll denn das?
Gräber an, ist mir zu dumm. Es wird einfach nichts mehr. Bald ist auf plus 6 Verteidigung. In den... Es ist halt der Stick. 3 Jahre später. Geht's der Krit, ne? Nee, war das wirklich nicht. Schlecker! Machst du jetzt mal hin, mir geht die Schilder aus. Verstehe ich nicht direkt. Du bist mein! Und? Bam. Easy, Mann! Ein Ball. Klartsehen. Dein Magen kann jede Art von Nahrung verdauen, selbst wenn es sie verschwimmt und verdorben ist. Ja, Mann, ich habe einen coolen Spitznamen. Meine sind nicht gewählt für die Parallaxe, okay. War doch eigentlich gar nicht so schwer. Selbst ohne Schlafpuder wird's da gehen. Obelix, so. Schön, dass du noch da bist. Unglaublich, du hast Relaxo gefangen. Puff. Oh. Das Einzige, was ich mit dir Pokéflöte machen kann, ist, sie zur Schau zu stellen. Aber du spielst ja schon auf ihr, als du klein warst. Du lockst ihr wahrlich einen lieblichen Klang. Sieht so aus, als liebt mein Käufer den Klang dieser Flöte. Aber natürlich nicht so sehr wie mein fabelhaftes Feuerwerklied, das ist klar. Ich bin dein Name. Okay, ich dachte schon, nenn's jetzt Obelisk. Nein, ich nenn's Obelix. Ist klar. Ja klar. Deine Flöte klang wie früher irgendwie noch besser, um ehrlich zu sein. Ich lasse dir für deine Flöte, am besten übst du, also einfach noch mehr. War das womöglich ein erster Schritt in Richtung Versöhnung? Wie mir auch sei, ich würde sagen, alles ist gut, solange du willst. Ich frage mich, was Wohnsitz der Brücke liegt, auf den Relaxo geschlafen hat. Das sind endliche weite Meer. Route 8, würde ich sagen, liegt da, ne? So, wunderbar. Schauen wir mal bei ihm vorbei. Tiberium wollte den gerade wirklich bringen. Den einen Satz. Ein neuer Satz, ich weiß nicht. Weiß nicht genau, was du meinst. Ich habe schon vergessen, was ich gesagt habe. Fluchtseil, okay. Moment, ich habe mich letztes Mal auch hier umgeschaut und nicht gefunden. Wo ist er denn?
Ist der gar nicht hier in deinem Haus? Okay, dann... Ja, es kommt natürlich erst nicht, sondern gib es zu. Ich weiß nicht, was du weißt. Ich weiß echt überhaupt nicht, was du meinst. Hey, Mr. Games. Travatomata meinte, er würde gerne die Pokémon-Person sehen. Gehen wir zusammen hin. Hier kommen nicht umfreundet. Deine Pokémon ist nämlich die Pokémon-Person. So ist es. Du kannst gerne bis zwei Pokémon bei uns abgeben. Ich glaube, Sabrina, dass es ein Vorteil ist, wenn man Pokémon, wenn man zwei Pokémon Pflege gibt. Da stimmt, diesen Fall kommt. Es läuft aus vor, dass es wie wir so etwas wie ein Ei finden. Wenn du das irgendwann herumträgst, schlüpft daraus irgendwann ein Pokémon. Echt, da ein Ei kommt irgendwann ein Pokémon raus, dann soll ich vielleicht gleich mal ein paar Pokémon hier lassen. Mehrere Pokémon mit identischen Dampfmoves eröffnen sich ja mir ganz neue Choreografie-Möglichkeiten. Möchtest du welche hier lassen? Ein andermal. Ich möchte mich nur auf einige Wege Pokémon zu konzentrieren. Ich probiere das wohl ein andermal. Jedoch kommt die Sachen sich auch entgegen. Ich werde jetzt jedenfalls weitere Pokémon suchen, die tanzen können. Für meine Tanztruppe. Jetzt warte mal doch nicht so schnell, Tirno. Eier machen, let's go, ne? Also, wenn ein weibliches und männliches Pokémon sich ganz doll lieb haben, dann kommt ein Ei raus. So, Aufklärung erfüllt und so, ne? Was wir aber machen, ist, wir legen den Lachs mal ab. Pokémon Pen, nett, ja, Pokémon Beep Fragment. Genau. Sanft. Hat die Immunität? Warum hat es nicht Speckschicht? Warum hat es Immunität? Hat es nicht eigentlich Speckschicht? Oder kann es seine Fähigkeiten haben? Ja, Tackle eine Amnesie. Siehst du, es kann nach Amnesie. Oh boy. Plus Verteidigung, plus Spezialverteidigung. Oh boy, oh boy. Da hasst jemand den. Gib mir doch Geist-Kosmik-Kraft. Ah, das ist noch nicht Route 8, ne? Das ist noch nicht Route 8. Route 8 kommt erst danach. Da war ja was. Route 8 ist erst hier. Okay. Das ist kein Problem. Ah, da kommt das nächste Geolink. Und da kommen, fangen wir uns einen Milzer. Das wird auch gleich ein richtiger Spaß werden. Ja, habe ich schon mal. Male mit mir. Du. Die Fähigkeit Speckschicht ist eine sekundäre Fähigkeit. Ach so, okay. Hallo Künstlerin Shiro. Ein farbiger. Los, Mina! Mina regelt das. Zerschneider! Rankenhieb. Als ob das Glut kann. Easy! Mina tankt das übrigens heftig hart weg, okay. Wow, er hat mich geburnt. Krass. Okay. Na klar. Jetzt kann Mina auch was Rasierblatt. Dermaßen gefühlt habe ich bei einem Pokémon so lange nicht mehr. Mina ist in fire. Du meinst on fire. Mina ist on fire.
Kind, wenn wir diese Attacken haben, bist tut Feuer ohne und Serblick. Okay. Das ist okay. Badam, bam, 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 badam. Bam, 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 badam. So. Das gute Set. Oh ja, ich weiß noch, wie ich hier häufig hin und her gefahren bin, als ich gezüchtet habe. Wo wir ins Modell stehen, dann kämen wieder bald eine Meisterwecke raus. Und zwar oben hast du was gegen Steinstrachen-Pokémon. Feuer oder mit seiner Drachattacke, das ist ja neutral dann gegen Gesteins-Pokémon. Oh boy! Pflanzenpower! Pflanzenpower! Drache ist sehr effektiv gegen Gestein, was? Wenn wir neu. Denk dran, dass in der Gesteins-Arena der Arena-Leiter auch ein Eis-Pokémon hat, ne? Ob das Konfusion kann. Was haben die denn für unterschiedliche Werte? What the fuck? Plus Typ Drache sehr effektiv. Oh boy. Vor allem, wir haben die ganze Zeit durchgehende Speed-Types, kann das sein? Eben war mir doch langsamer. Bam. Da ist es genial. Das ist neutral, das habe ich doch gesagt. So, bam, Double Rasierblatt und so. Clear Smog. Ja gut, meine ganzen Boosts, die ich jetzt drauf habe, sind weg. Bam. Hallo, willkommen zurück. Wir sind gleich in der Geolink-Hülle. Das ist eben ein echtes Meisterwerk. Den Kampf werde ich nie vergessen, Leonardo. Hm? Die guten Wortwitze. Da bin ich nicht lang gelaufen. Natibere wusste, dass mit diesem Gebäude ein beliebter Ort zum Trainieren für Pokémon-Trainer ist. Oh ja, der Ort ist cool. Mindestens das Kampfschloss. Wenn ich noch, immer mehr, wenn ich noch mehr über Pokémon lerne, werde ich eines Tages sicher in der Lage sein, alle 8 Arena in der Arena der Kreisregion zu besiegen. Ja, Milza, genau. Diese weiße Leine macht mich ganz fertig. Ich bin blockiert, ich kann nichts malen. Ja, ich bin da reich geworden, durchgehend. Und dann gab es auch diese einen Trainer mit reicher Nerias oder so. Nein, drei Hatteras war's. Nein, warte, das war die Hatteras, das war. Also einer von diesen Monstern, diesen drei Pokémon, die übelst viel KP haben. Schön Geldfarben, ne? Und erstmal. Das ist die Blattmiss, ne? Vor allem, die Gegner haben ja Level Cap, denn jetzt mal die Gegner gab nicht höher als 50 oder maximal 60. Du kannst da ruhig mit deinen krassen 80er Mons rein, Level 100. Nimmst noch ein Münzamulett mit. Easy.
Oh Gott, nein. Wenn es sich ausmacht, würde ich jetzt gerne mit euch zusammen einen Kampf austragen. Mal sehen, wie wir es am besten machen. Tino und Travatta kämpfen gemeinsam gegen Mr. Games und mich. Ja. Mr. Games, wir dürfen ein gutes Team abgeben, meinst du nicht auch? Immerhin sind wir Nachbarn. Ich glaube, wir können ja für 60... Also 60 auf jeden Fall, das habe ich schon mal gesehen, aber ich glaube 70 bin ich mir nicht sicher. Heilen, was ist das? Krebs-Score ist gleich down. Pikachu tankt das. Krebs-Score. Na easy, das haben wir schon so gut gewonnen. Ich glaube, die haben auch nicht so viele Pokémon. Diagnost! Wow. Wie ich einfach gemisst habe. Okay. Triggert. Ja, stimmt. Das habe ich auch. Das habe ich auch. Eine 6 Halterra. Level 100. Geheimbar. Mehrere habe ich da. Ich glaube, Pokémon Ultra und Mond gibt es auch durch die SOS-Funktion, kriegt man da auch was hin. Oh, Alter, das ist ein Nos. Mina, triffst du überhaupt nicht mehr. Versuchen wir es noch mit Rasierblatt nochmal, ne? Oh mein Gott, Mina trifft! Blablabla. Ne, 24. Ich dachte, jetzt sind eine Fieke und die Gegner, sie haben, geht sie immer los. Wenn ich sie habe, passiert nie was. Wow, alle Achtung, ich bin übrigens der Hexgott. Ich habe schon so oft Statik zugesetzt gehabt. Alle Achtung, das hatte ich jetzt aber in sich. Wenn man, was mein Pokémon sich nachlesen kann, erfährt man in den Hautner im Kampf. Ja, genau in die Fresse. Hallo, willkommen. Es ist schon an, wie unterschiedlich die Kampfziele Eisentrainer sind. Ja, ich schätze, als nächstes gehen wir dann wohl nach Petrofiva. Ich heile mich nochmal kurz. Die ganzen Leute von Tim sind hier. Alle, die Tim abonniert haben. Fanmade cool, ne? So.